Willkommen bei einer weiteren Aufnahme mit The Long Dark. Diesmal habe ich die Mikroeinstellung etwas anders gestellt. Ich habe den Hintergrundton etwas leiser gemacht. Und dieses Filternetz, was immer was das Rauschen abfiltert, ja, verdeckt leider auch die Sprache teilweise. Und deswegen habe ich das jetzt mal anders regeln müssen. Also, hier müsste noch irgendwas sein. Ich denke mal, wenn ich jetzt hier zum Vorratsding vom Rätselsee gehe, dann werde ich das hier wahrscheinlich hier unten finden. Kann sein, muss aber nicht. Ich werde einfach mal dahin gehen. Ich habe mir Verbände und so weiter alles schon fertiggestellt. Diesmal spiele ich auch nicht mitten in der Nacht, glücklicherweise. Diesmal komme ich auch mal am Tage dazu, mal The Long Dark zu spielen. Wow. Das. Ja, da hat eine gute Stabilität, trotz Schnee. Rätselsee, also Vorratssee. Wir sind hier übrigens am Rätselsee und da. Ich muss nicht in die andere Welt zurück. Also ich habe die Welt ein bisschen erkundet. Mikrofon scheint jetzt auch besser zu funktionieren, wie ich an meinem Pegel sehe. Es schlägt öfter mal aus, was es in den letzten 8 Folgen nicht getan hat. Obwohl es bei meiner Nase stand, aber dieses Rauschfilter-System, das nimmt leider auch die Sprache weg. Deswegen habe ich das jetzt mal weggelassen und hoffe, dass es funktioniert. Aber ich muss ein bisschen was mal schauen, ob ich überhaupt in der richtigen Richtung bin. Okay. Energie sieht gut aus. Bis ich da bin, sollte es eigentlich soweit funktioniert haben, dass ich auch überlebe. Krass, was ist denn hier passiert? Hier waren ja echt die Abholzungsunternehmen beschäftigt. Die haben mir echt alles kaputt gemacht. Mal gucken, ob hier noch was drin ist, eventuell. Schießanleitung. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Ich bin satt, Verstauchungsrisiko immer. Ich habe immer ein Verstauchungsrisiko. Hier. Was haben wir denn hier von Rose? Die sieht so alt und kaputt aus. Die bringt aber. Plus minus 2. Plus minus 7. Ja, die bringt nichts. Aktion. Ich will die ja nicht reparieren. Ich will die ja auseinandernehmen. Okay, kann ich das so? Ich habe das noch nie probiert hier. Wo ist denn die Hose? Ist das die hier? Die hier ist es. Genau, Aktionen. Die kann ich nur reparieren. Ablegen. Hier ist eine schöne Aussicht, muss ich zugeben. Im Hintergrund der Wecker für die Hühnersuppe, die wir machen. Wir haben übrigens fleißig geschnippelt. Und noch zusätzlich die Waschmaschine, die uns das halbe Badezimmer auseinander nimmt. Also ist eine Geräuschkulisse hinter uns. Wenn das Baby noch da ist, schreit noch das Baby. Und das hört man dann alles in der Aufnahme. Also Halleluja. So. Jetzt wird es langsam windig. Ich muss mich jetzt langsam ein bisschen zügeln. Und einen Unterschlupf finden, wo ich mich dann gegebenenfalls noch aufwärmen kann. Das wäre natürlich ganz, ganz praktisch. Auf jeden Fall. Ich hoffe wirklich, dass die Tour noch. Ich habe jetzt keinen Test gemacht. Ich mache irgendwie dummerweise nie einen Test. Jetzt besser funktioniert. Ich 8 Folgen
Nur. Hallo, ich bin Meyers TV. Nee, schrecklich. Muss ich selber zugeben. Da ist ein. Nee, ist nicht Menschenhand gebaut, aber überall abgeholzt. Abgeholzt, deswegen, die Baumstämme sind noch da. Hätte auch abgebrochen sein können. Aber die liegen nicht daneben. Und eigene Bäne können die Baumstämme nicht bekommen. Der pennt ja noch bald ein, ja. Das ist ein Zeichen, dass er bald müde wird und ich mich beeilen muss. Aber ich hab's ja gleich geschafft. Das Vorratscamp ist gleich vor meiner Nase. So. Was soll hier sein? Oh, Vorratslager, neuer Ort entdeckt. Ich. Ja. Ach, da ist was. Wegen der kleinen Dose bin ich hergekommen. Und jetzt? Wieder zurück, oder was? Heißt das Achtung Bärenbereich da vorne oder was heißt denn das Vorfahrtsschild? Ich kann ja mal hin. Hauptsache ich finde eine Hütte. Ich gehe langsam wieder zurück. In der Hoffnung. Laufe ich überhaupt in die richtige Richtung? Ja. Ach, LKW. LKW-Verbot. Also, Achtung, Auto. Weil es sieht nicht aus wie ein Bär. Also hier sollte meine Straße gewesen sein. Die ist irgendwie verschwunden. Ich kann nicht verstehen, warum. Aber ich muss eigentlich in diese Richtung. So, Wolf ist nicht mehr da. Ich habe übrigens eine zweite Fackel vorhanden, falls ich da noch eine brauche. Ja, der kommt da nicht hoch. Der ist irgendwie so. Ja, der ist beweglich wie ein Steinklotz. Was haben wir denn hier von Schild? Ist das eine Höhle? Sicher ist sicher. Was steht hier vorne? Ich muss auf jeden Fall irgendwie hier lang. Aber wie soll ich denn in diesen Berg hier hochkommen? Da verstaucht sich doch bloß wieder an der Fackel die Hand.